Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. Und es ist immer noch fürchterlich warm. Fürchterlich warm. Ich habe jetzt meine Cappy abgesetzt. Entschuldigt meine Frisur, hier ist kein Gel drin. Es ist einfach jetzt nur so hingefallen, weil es ist einfach nur übelst warm. Wie schon vor 2 Tagen. So. Wir wollten jetzt einen Zug kaufen. Das ist absolut korrekt. Diesel. So, ach nee, hier ist der Lokomotivs. Ah, diese Lord Miller, die hat schon 120, ne? Die ist schon nicht schlecht. Und die haben die auch noch ein bisschen mehr Power irgendwo. Hier nicht, nee, die war da schon. Die hätten wir auch noch, aber die hat ja auch nicht viel mehr Power und die ist ziemlich lang. Miller ist halt auch ziemlich lang. Hier fahren wir 120 halt mit. Ich würde sagen, 3900 PS. Das reicht. Nehmen wir Miller. Oh, das war die falsche. Die müssen wir nehmen. Die kommt weg. So, jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt bei Triebwagen gucken, haben wir irgendwo diese Holzdinger drin. Wenn wir unter alle gucken. Runter scrollen. Müssen wir schon vorbei. Ne, ist nur Fake. Sind sie. Na, da. Da sind sie. So, die können Bretter und Baumstämme transportieren. 120 Einheiten, 180 Einheiten sind 153 Meter lang. Den müssen wir nehmen, weil wir viel transportieren können. Und relativ kurz. Wir haben jetzt noch ein bisschen Platz. Da muss ich jetzt gucken, dass wir hier irgendwelche Waggons hinterhängen, die alles transportieren können. Außer jetzt, wenn es geht, keine Containerzüge. Warte mal gucken. Die LKWs passen da auch nicht hinter. Die können halt alles nur keine. Die können Öl, aber kein Benzin. Halt. Irgendwie doof, ne? Oder würden wir die Lebensmittel mitkriegen und die Werkzeuge? Aber kein Benzin. Wie würden wir hinterkriegen? 2 Stück. Also 40 Einheiten nur. Das ist natürlich gar nichts, ne? Ich würde sagen, die Städte lassen wir erstmal noch. Wir gehen erstmal nur weiterhin auf hier auf unser Holz. Hier haben wir sie nochmal in einzeln. 20 Einheiten. Relativ kurz, ne? Gehen wir jetzt mal auf 228. Wir können auf 240. So, 246 Metern. Können wir jetzt 260 Einheiten transportieren. Können wir schon direkt einmal klonen, den Zug. So. Und dann können wir eigentlich hier hinten noch einen hinsetzen. So, da geht's drauf. Machen wir hier das mal kurz einmal ab. Zack. Kommt hier noch schnell ein Depot hin. Dreh dich. Achso, falsche Taste. Zack. Gut, einmal kurz nach unten. Miau. Also ich kann euch nur eine Maus empfehlen, wo ihr das Mausrad ausklicken könnt. Vor allen Dingen hier bei Transport Fever. Vielleicht geht das ja auch. 205 Meter. Oh, sind wir jetzt schon bei 40 Einheiten. Und hat die Lok noch davor. 226. Ach, 260 Einheiten. Ne, doch, alles klar. Nochmal nach unten. Weil dann kann man das nämlich so schön durchrollen lassen. Zack. 244 Meter sind wir nur. So, wegen dem einen wahrscheinlich. Dann können auch 260 Einheiten. Alles klar. Dann geh du los. Du geh los. Und dann,
gucken wir uns das dann gleich alles mal an. Ich würde sagen, wenn wir mit... Da wird da hinten zwei Züge stehen, ne? Der muss mal kurz nochmal anhalten hier. Und den Zug verfolgen wir jetzt mal gerade bis nach Ashford. Und wenn der in Ashford ist, schicken wir den anderen los. Und wenn wir den anderen losgeschickt haben, können wir auch den anderen losschicken. Schleicht er natürlich erstmal raus. Elodie. Jude, alte Ludmilla. Haben wir hier endlich mal auch einen schönen Dieselzug. So, jetzt gibt's hier Gas. Steigen wir mal ein. Nein. Oh. Falsche Taste. Schön hier über die Bogenspannbrücke rüber. Die klingt schon gut, ne? Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht meine Ventilatoren. Ich habe zwei Stück laufen. Einer steht da und der andere steht hinter mir. Wenn ich hier ohne T-Shirt sitze, geht es. Mit T-Shirt ist es natürlich dann nochmal umso wärmer. So. Höchstgeschwindigkeitsmonster ist jetzt natürlich nicht. Nach dem Autosave würde ich mal sagen, geht es dann weiter. Wie meine Haare aussehen, das ist unglaublich. So, da hinten fährt der S6, müsste das sein. Oder S7. Der Express auf jeden Fall. Sehr schön. So, jetzt können wir einen anderen losschicken. Und warten wir noch, bis er da drin steht. So, wird hier nichts passieren. Perfekt. Gehst du auch auf Holz? Und du kannst losfahren. So, hier hinten ist jetzt ja das Sägewerk. Hier wird natürlich jetzt noch nichts liegen. Nee, aber die hat noch gar nicht angefangen, hier auch noch irgendwas zu machen. Da. Nein. Gut. So, die Zeit mal laufen. Ist die erste Ludmilla da. So, ja, passt gerade so rein, ne? Machen wir einmal gerade mit. Außenansicht. Hören uns schön durch den Tunnel durch. Schön am Rauchsrußen da. Aber jetzt müsste es weniger werden, genau. Oh, da kam die andere gerade. Jetzt wieder ein bisschen Gas. Oh, hier habe ich noch ein Stück elektrifiziert. Na, wenn die nachher dann hier schön mit Holz ziehen muss, dann ist natürlich eine ganz andere Nummer. Sehr schön. Immer noch keine Linienbenutzung. Vielleicht Ende des Monats. Hier passt das mit den 42 Meter ganz gut, weil die Lok jetzt außerhalb steht. Da kommt der andere. Aber die produziert noch nicht. Guck mal, was der Monatswechsel ausmacht. Gar nichts. Produziert nicht. Sie produziert nicht. Können meine LKWs hier eventuell keine... Güter transportieren oder Waren? Die ich jetzt hier... Güter... Doch, die können Waren transportieren. Die können Werkzeugmaschinen transportieren. Also eigentlich alles, was... Was ich brauche... Hier habe ich ein Sägewerk stehen und hier habe ich einen Holzschuppen stehen. Der ist auf jeden Fall angeschlossen.
Warum fängt er nicht an zu arbeiten? Was ist das denn? Ah, jetzt. Die Benutzung ist gegeben. Jetzt fängt sie an zu produzieren. Das erste Holz steht jetzt auch schon da. Perfekt. Hat einfach nur ein bisschen gedauert. Ja, sehr, sehr schön. Das wollten wir genauso haben. Zack, er nimmt das erste Holz mit. Sehr schön. Perfekt. Gut. Können wir die Produktion mal wie immer gleich direkt hochballern. So, habt ihr schon mal kein Limit. Können wir dann hier auch machen. Gleich hoch. Und gib ihm. Perfekt. Haben wir das? So, was wollen wir jetzt machen? Erstmal machen wir hier... Mann, das geht eigentlich. Also die Züge sind hier am Stehen. So, hier wächst die Stadt. Irgendwas wollte ich machen, ich hab's vergessen. Keine Arbeitslosen. Das ist schon mal gut. Keine Arbeitslosen ist immer gut. Hier sieht's gut aus. Blenden wir uns das dann nochmal ein. Sieht aber auch alles im Rahmen. Weil da so ein paar Leute warten, ist ja von mir aus okay. Das sieht eigentlich auf unserer Strecke hier hinten. Die Städte, die wachsen wahrscheinlich auch wie Hulle. Ah. Die Züge sind auf jeden Fall zu klein, das weiß ich jetzt schon. Hier hinten wird schon hinter dem Berg jetzt gebaut. Aber diese Linie hier, die geht halt einfach überhaupt nicht, ne? Also das ist halt komplettes Lag. Ich weiß nicht, auf wie viele Leute ich den hochsetzen soll. Mindestens auf 500. Also 384 sind auf jeden Fall zu wenig. Problem ist, dann bringe ich halt noch mehr Leute nach London. Und dann muss ich die halt auch wieder verteilen. Und die Züge sind jetzt schon alle ausgelastet. Da passiert nicht so viel. Am Flughafen ist auch weniger geworden, seit unsere TG Hürt fährt. Nichts mehr da nach unten. Aber es kommen halt immer noch Leute hin, also von daher ist das auch alles in Ordnung. Seht ja hier überall warten welche, außer nach Hall. Die Fluglinie, die können wir sowieso einmal auf ein Flugzeug reduzieren. Dann brauchen wir nicht so viele. Hier fliegt mich fast nie einer. Ne, seht's hier, 20 Leute im Jahr. Flugzeuge. Wer kommt hier gerade an? Du gehst weg. Zieht er noch durch? Er startet nochmal durch. Anstatt dass er jetzt ganz normal landet und da einfach reinfährt, startet er halt nochmal durch. Gut, aber egal. Ganz kleine Lecks. So, hier ist erst Holz angekommen, oder was? Noch nicht irgendwie. Ach nee. Das muss er ja auch da hinten hinbringen. Dann der nächste jetzt schon dabei. Oh. Ein. Nein, warum nimmt er denn die Linie dann nicht? Wir haben noch eine Linienbenutzung, ja. Warum bringen sie denn den Scheiß dann nicht jetzt zu den... zum Bahnhof? Auf was wartet das jetzt? Wir haben Linienbenutzung von ja. Die Züge fahren. Hat unser anderes Werk kein ja. Doch. Wird halt auch ein Jahr. Und die ersten Bretter wurden auch schon hingebracht. Er hat nichts mitgenommen. Warum bringen die da nichts hin? Wir haben 200 Einheiten im Lager.
Weil wir vielleicht noch keine Abnahme haben, das dauert alles noch ein bisschen lange. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt erklären würde. Jetzt geht die Produktion nicht runter, steht gleich nein nächsten Monat. So, der kommt jetzt wieder an. Nimmt natürlich nichts mit. Gleich steht es auf nein, wenn der Monat rum ist. So, jetzt werden hier die ersten Holzer hingebracht. So, und die fängt an zu produzieren. Und die hier fahren Güter durch die Weltgeschichte. Wo auch immer die jetzt gebraucht werden. Öl. Und Getreide. Hier. Ah ne, hier. Lol. Wir produzieren schon Kunststoff. Na, das ist natürlich jetzt, jetzt geht die Produktion wieder hoch. Also das ist natürlich jetzt interessant. Kunststoff wiederum brauchen wir hier. Na, wir müssen mal die LKW-Linie gerade noch ein bisschen überarbeiten. Nachdem sie bei 1 ist, kann sie ja hier auch halten, ne? Dazu ist es ja da. Wo auch immer der Haltepunkt ist, anscheinend da vorne. Dann haben wir hier mehrere Haltepunkte. Da ist Haltepunkt 1. Er hält jetzt an 3 an. 3 ist vor der Haustür. 2 ist da hinten. Ja, fahren sie bei 2 durch. Kriegen jetzt halt nochmal ein paar mehr. So, jetzt haben wir hier aber 64 schon mal produziert. Sind jetzt irgendwo hier? Nee, ist nichts da. Irgendwo werden die jetzt wahrscheinlich hingehen. Welchen LKWs? So, aber hier haben wir auf jeden Fall ein Problem. Um unsere Güter hier nach... hier ist Verkehrschaos. Hier geht ja gar nichts mehr. Was ist denn hier eigentlich los? Ach du Scheiße. Ja, gut, das ist das Problem. Hier geht ja gar nichts mehr in der Stadt. Wenn wir uns mal Verkehrschaos angucken... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Vielleicht sollten wir mal eine Autobahn da bauen, die um Chelmsford rum führt. Die direkt nach London geht. So, Linienbenutzung, ja. Da wartet auf jeden Fall auch Holz. Ich muss niesen. Ich kann es kontrollieren. Ganz knapp davor. So, okay. Es geht. Ich krieg's kontrolliert. So, dann bauen wir jetzt eine Autobahn. Die einmal hier durchgeht. Am besten hier drunter auch durch und geht dann dahin. Kommt das einmal weg. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja da oben jetzt unsere Straße. So. Hier unten haben wir den ganzen Kladderadatsch noch, brauchen wir auch nicht mehr. Züge, die da fahren, die bringen so wenig Kohle, das ist alles scheißegal. So, Autobahn. Nehmen wir unsere Standardautobahn. Drei Spur, ich brauche mal 3 Spur, ich brauche mal nicht 2 reichen. Ja, die ist doch schön.
Ja, wir können dir ja noch eine Anbindung geben hier, ne? Mal gucken hier. Soll er von hier so abgehen? So, hier haben wir jetzt Autobahn. Dim, 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 dim. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier das Chaos so ein bisschen abgegolten haben. Wir können natürlich jetzt hier auch noch von der Autobahn auf Fahrzeugstraße. Oha, das ist mit Schallschutzwänden. Die sollten wir mal nehmen. Die ist schön. Zwar so mit Holz, aber da haben wir so ein paar Bäumchen dran, wo wir dann da hinten auch noch hinkommen. So. Das graden wir einfach mal alles ab jetzt. Egal. Machen wir. So, haben wir die einmal abgegradet? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie wird die genommen? Geht jetzt hier alles so drauf? Oh ja. Geht eigentlich nichts mehr geradeaus. Alles nimmt die Autobahn. Hier verteilt sich vieles. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das alles angenommen wird. Hier ist halt auch ein riesengroßer Verkehr, ne? Aber wir müssen irgendwie sehen, dass wir hier die Stadt leer kriegen. Weil wir da zu viele Autos haben. Gut, meine Freunde. Danke für unsere Diagramme. Wir haben schon mal ein bisschen was transportiert. Oh, der hat schon ganz schön viel Holz dabei. Der nimmt immerhin schon mal ein bisschen was mit. Sehr schön. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr in 2 Tagen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Ciao.